Der Bußkanal. Und zwar, leider nur ein Recap, aber wir haben 3 Bundesliga Chrome Booster geöffnet. Es waren unsere ersten, deshalb haben wir mal einfach so geöffnet. Wollten mal reinschauen, was da so ist. Gleich vorneweg, falls ihr abschalten wollt, leider keine mega seltene Karte, keine Trikotkarte, keine Autogrammkarte. War uns schon klar, dass wir natürlich in unserem ersten Kauf, ersten Opening, keine dieser Karten ziehen, wäre auch sehr viel Glück gewesen. Auf jeden Fall, ich wollte euch nur sagen, die Leute, die sie noch nicht kennen, 3 Euro pro Booster, recht teuer, ja, aber die Karten sind dicker, sehen sehr, sehr schön aus. Hinten steht Informationen noch und ja, die halten auf jeden Fall länger, die kann man besser sammeln, ja. Ich zeige euch mal kurz die Base-Karten. Also 3 Booster haben wir geöffnet. So. Und dann hatten wir 3 Power-Karten. Und zwar einmal ein Stück vom Bundesliga-Ball. Und dann hatten wir Kapitän Noweski. Und wir hatten Starspieler Robert Lewandowski in diesen 3 Boostern. Wie schon gesagt, leider nichts Seltenes. Aber das macht auch nichts. Das war jetzt der kurze Recap. Bundesliga Chrome. Also wir sind, ich sag euch gleich, ich bin noch am überlegen, ob wir nochmal Chrome kaufen und Videos machen. Das lasse ich mir heute und morgen mal durch den Kopf gehen. Ansonsten kurzer Recap. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Chrome. Ja. Gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.